Jawohl, und drumherum, drumherum, Handwechsel, prima. Das habt ihr jetzt wirklich gut gemacht, Jungs. Ja, man merkt, dass ihr euch jetzt wirklich konzentriert, das ist toll. Ja, auch Torhüter, das ist gut, ihr gebt prima aufeinander acht, prima. Jetzt wollen wir versuchen, das Ganze noch weiter nach vorne zu bringen. Schaut mal her. Ja, jetzt geben wir dem Tor, den Ecken, Zahlen vor. Ja? Die 1 wirft dort oben, die 2 dort, 3 und 4. Könnt ihr euch die Reihenfolge merken? Ja. Ja? Okay. 1, ja, 1. Ja, 1 wirft immer oben links, Nummer 2 dort, Nummer 3 links unten, Nummer 4 dort. Ja? Und nachher werde ich aber Kombinationen ansagen, ja? Sodass du vielleicht 1 und 4 hast, ja? Und 2 und 3, immer in der Diagonalen. Also hier aus der Mitte, Magnus, wirfst du im Schlagwurf, hier im Schlagwurf ohne Stemmschritt, hier im Sprungwurf von der 3 und aus der 4 wirfst du im beidbeinigen Sprung. Ja, okay? So, es startet hier der Torge an der 2, ja, weil hier nur 2 Kollegen stehen. Ja? Und los geht's. Hohes Tempo, komm. Jawohl. So, und in die 2 werf. Ja. Ja. Auf geht's. Ihr seid bei mir bei 3, 2 und die letzte Zahl heißt 1. Jawohl. Fabio, mach mal ein Liegestütz. Fabio, mach mal ein gutes Kunststück. Ah, sehr gut. Jetzt haben wir hier immer die einzelnen Stangen und jetzt müsst ihr da auch noch immer was hinlegen, ja? So, und zwar liegt hier gleich eine Bank, ja, die liegt auf dem Rücken, ja, so dass der kleine Steg oben ist, okay, ja? So dass man darüber gehen muss? Oder? Ja, so dass man darüber balancieren muss, richtig, Magnus. Ja. So, zu euren Aufgaben hier an den Stationen. Hier sollst du schnell durch die Pommes durch, darfst die aber nie berühren und musst dabei den Ball immer um die Hüfte geben. Danach fängst du hier an, mit rechts ins Prellen zu gehen. Ja, drehst deine Ehrenrunde und kannst dann werfen. Werfen könnt ihr jetzt frei. Viele von diesen Varianten sollt ihr versuchen. Hier wird Kai schnell im Slalom durch die Hütchen mit Handwechsel arbeiten. Ja, das wird ganz wichtig sein. Dann mit links um die Stange herum und los. Marvin, du springst ja, nur dort rüber. Spring mal. Zupp, krabbelt schnell unter durch. Jo, volle Pulle, Gas geben und dann geht's mit rechts los. Ihr müsst immer rechtzeitig anfangen, ja, weil sonst schafft ihr es nicht. Linus, du balancierst über die Bank, prellst den Ball neben dir her, ja, so dass du ihn nicht verlierst, ganz genau. Ja. Und Torge, du springst immer mit geschlossenen Füßen von Reifen zu Reifen, hältst den Ball fest. Genau, und so schnell du kannst, mit einer ganz geringen Kontaktzeit, so schnell du kannst durch die Reifen, das gilt gerade für unsere großen Sportler. Ja, okay? Und los, Malte, auf geht's, komm, schnelle Füße, komm, schneller. Hopp, jawohl, zack, dadurch. Ups, und los. Thomas, bitte einen Schritt zur Seite. Danke. Hast du den Ball? Ja, ja.
Und ab. Ja, und schnell, und schnell, und schnelles Tempo. Und komm, hopp, und los. Tempo. So, Marvin, kannst beginnen. Zack. Sehr gut, Fabian. Prima. So, und auf geht's, auf geht's. Und Sprung, 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 Sprung. Und schnelle Füße, auf geht's. Prima, Lovis, ganz toll, super, Junge. Ja, und zeig dich, zeig dich. Prima, Lovis, ganz toll, super, Junge. Ja, und zeig dich, zeig dich. Jawohl. Und komm, lass. Und komm, Nick, und komm, mit Handwechsel und los geht's. Wir haben vier verschiedene Tore, ja, das linke ist das Tor Nummer 1. 1 muss durch 1 laufen, ja, Station 1 muss durch Tor 1 laufen, gelb. Ah. Station 2 muss durch das zweite Tor laufen, ja, gelb war 1, orange ist 2, okay. Nummer 3 muss durch das blaue Tor. Und Nummer 4, ja, Tore, du musst dann von der Rechtsaußenposition fast werfen, ja, durch das weiße Tor. Okidoki, Daniel, alles klar, und los geht's. Hopp, zack, und los, schnell mit rechts, jawohl, drumherum, ja, nach außen, auf geht's, komm, jawohl, und von dort werfen. Cool. Tempo, Mika, Tempo, Tempo, komm. Jawohl. Gut, Tore, komm. Ja. Schneller, Tore, und komm.